Sonntagmorgen, 8:45 Uhr, Bayern München gegen Borussia Dortmund. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist, das Spiel findet in Asien statt. Die zweite ist Freeway Cup. Also, der German Classico hier zum Vorrundenabschluss für beide Mannschaften. Moritz, führ uns nochmal durch den Turniertag der Bayern und der Dortmunder. Die Bayern ganz gut gestartet, 3-0 gewonnen gegen unsere Mühlis im ersten Spiel danach. Immer noch ungeschlagen, 2-2 gegen den 1. FC Köln, aber dann gab es die 2-4 Niederlage am letzten Spieltag, im letzten Spiel des Samstages gegen den VfL Wolfsburg. Borussia Dortmund hingegen erst mit 3 Punkten, im ersten Spiel direkt mit 3-2 gegen den 1. FC Köln gewonnen. Danach zweimal mit 2-3 verloren gegen Arminia Bielefeld und gegen Eintracht Frankfurt. Ja, ganz unglücklich gegen die Frankfurter, quasi mit der Schlusssirene das Gegentor zur Niederlage kassiert. Obwohl beide gestern keinen schlechten Eindruck gemacht haben, fand ich. Also gerade die Bayern auch mit tollen Einzelspielern hier wieder zu sehen. Auch einige Nationalspieler im Kader und ein ganz besonders junger Mann gerade auf der Platte. Das ist Bayerns Nummer 8, Paul Wanner. Einen Tag vor Heiligabend. Erst 14 Jahre alt geworden und schon hier dabei in Lübbecke. Spielt in der U15-Nationalmannschaft und heute beim U16-Freeway-Cup dabei. Da haben wir Wanner. Aber gestoppt und auf Foulspiel entschieden. Dürfte auch innerhalb gewesen sein. Sieht da Dominik Kapecny. Ja, cool, wenn wir uns das gleich nochmal angucken könnten. Erst natürlich nehmen wir den 9 Meter mit. Also frühe Führung für die Bayern. Oh. Frech und es ging gerade so gut. Aydin. Ganz lässig. Ja, auch U16-Nationalspieler. Packt da den Panenka aus. Und der Dortmunder Keeper Daniel Dudek fast dran am Ende. Zappelt dann aber doch im Netz. 1-0 Führung für den FC Bayern. Den macht er im Halbfinale so auch nicht mehr. Erstes Kabinettstückchen am heutigen Morgen. So, Dortmund mit der postwendenden Antwort. Jona Husek, Verursacher eben des 9 Meters, macht die Sache ganz schnell wieder gut. 1-1. So, hier der Dortmunder Treffer, Husek, einmal Maß genommen. Keine Chance für Bayerns Keeper Rizzi Hülsmann. Apropos Moritz, wir hatten gestern schon kurz drüber gesprochen. Gibt einen sehr interessanten Artikel, glaube ich, Süddeutsche war es. Genau. Erzähl kurz ein bisschen was. Rizzi Hülsmann, das ist ja momentan der Trend des FC Bayern. Die haben da ja in der Jugend, in der Jugendentwicklung einiges aufzuholen in Deutschland. Einige Jahre ja schon nicht mehr junge Spieler hochgeholt in die erste Mannschaft. Gerade sieht es ja wieder ganz gut aus mit Joshua Siegtsee, aber davor lange nichts. Und da haben sie eben immer wieder den Schritt gewagt, junge Spieler ins Nachwuchsleistungszentrum zu holen, während wir hier die erneute Führung sehen für den FC Bayern. Benjamin Dibrani mit der Nummer 9. 2-1 die Führung wieder für die Bayern. Um das Ganze noch zu Ende zu bringen, Rizzi Hülsmann eben schon mit 12 Jahren zum FC Bayern gewechselt, kommt aus Trier. Ja, dann den Treffer noch mal ganz kurz. Wunderbar gemacht, rübergehoben. So, sorry. Hat dann eben den großen Schritt gewagt in die bayerische Landeshauptstadt zum deutschen Rekordmeister. Hier in der Region haben wir ja quasi die Bestätigung, dass es auch andersrum ganz erfolgreich sein kann. Der SV Rödinghausen im letzten Jahr ja in der A-Junioren-Bundesliga unterwegs gewesen. Eigentlich nur mit Spielern, die hier aus der Region kommen, aus Ostwestfalen. Leider wieder abgestiegen, aber da hat man gesehen, dass auch der Schritt nach ganz oben im Jugendbereich mit Spielern aus der Region stattfinden kann. Ja, tolles Projekt insgesamt. Toller U19-Trainer, seit Jahren dabei mit Daniel Lichtsinn. Das ist hier schon ein Aushängeschild für unsere Region, definitiv. So, muntere
Partie hier. Also beide Mannschaften zeigen, was sie können. Nächster Ballverlust der Dortmunder. Klasse rübergelegt. Und dann scheitert Dibrani im Abschlusswechsel bei den Bayern. Ja, Capecchi zählt langsam. Ja, das war überfällig. Jetzt die ganz junge Garde ausgepackt beim FC Bayern. Nicht nur Paul Wanner, 14 Jahre alt. Auch die Nummer 10, Kenan Yildiz. Als jungen Jahrgang dabei, auch erst 14 Jahre alt. Ist mir aus dem gestrigen Tag positiv in Erinnerung geblieben. Starkes 1 gegen 1, ganz quirliger Spieler. Ja, der Kapitän ist stark, ne? Immer wieder diese Antritte, schwer zu stoppen. Bleibt da liegen. Oh, Capecchi ganz ruhig. Schiedsrichter haben wir gestern schon alle durch die Bank gelobt. Wirklich bockstarke Leistung. Hoffen, dass das so bleibt. Das war wirklich richtig stark. Nicht nur in den Entscheidungen, auch in der Art und Weise. Abschlussversuch hier von Kenan Yildiz. Also gute Körpersprache, gute Kommunikation mit den Spielern. Das war durchweg runder Tag unserer heimischen Schiedsrichter. Ja, an die Decke. Bayern ja insgesamt mit 4 2005er Spielern hier am Start. Das ist ja auch die Philosophie vieler Vereine, sobald ein Spieler herausragt, ihn sofort in die nächsthöhere Jugend zu schieben, um jemanden auch zu unterfordern. Jeder soll jederzeit sein Maximum leisten müssen. So, gut gemacht. Der kleine Yildiz legt den Ball ab. Treffer für den BVB. Henry Blank wird für die Schwarz-Gelben. Sehen wir jetzt hier nochmal. Nutzt da den Fehler im Aufbau. Gut geschaltet. Da macht das technisch herausragend gut. Wunderbar eingefangen hier das Tor. Gestern auch schon mehrmals erfolgreich gewesen. Henry Blank. Erneuter Ausgleich. Guter Abschluss hier wieder von Jonah Husek. Also BVB ja alle Spiele gestern entweder 3-2 gewonnen oder 2-3 verloren. Das ist auf dem besten Wege, dass es erneut mit 5 Toren hier ausgeht. Ja, munteres Spielchen immer, wenn der BVB beteiligt ist. Ja, machen Spaß, definitiv. Haben auch die Bayern ganz vielversprechender Auftritt. Könnte dieses Jahr wieder etwas weitergehen. Haben ja bei ihrer 17. Teilnahme keinen Triumphzug. Einmal gewonnen das Ding 2010. Zweimal standen sie im Endspiel 2010 und 2014. Also nicht die allerbeste Fürbeck Cup Historie der BVB. Wir nehmen erst den Angriff der Bayern mit. Noch ohne Titelgewinn. Dreimal im Endspiel gewesen, zuletzt ja 2018 und 2019. Beides Mal verloren gegen den ersten FC Köln. Wir haben eben mal kurz
über die Nachwuchsentwicklung der Bayern gesprochen. Jetzt hast du das Finale 2010 oder den Cup 2010 genannt. Da dachte man natürlich mal wieder, ha, da könnte mal wieder einer rauskommen. Beim Freeway Cup hier absolut überragt. Christian Derflinger, selten einen Spieler hier gesehen, der die Abwehrreihen so hat stehen lassen. Hat leider nicht gereicht für den ganz großen Schritt. Mittlerweile hier in der Region unterwegs. Beim SV Rödinghausen scheint ihm also gefallen zu haben hier im Lübecker Land. Ostwestfälische Luft. In der Regionalliga West aktiv. Ja, war sensationell. Also der beste Spieler, ich glaube der beste Cup-Spieler aller Zeiten. Also es gab niemanden, der so auffällig war. So, stampig gespielt hier. Gibt es nochmal die Möglichkeit? Handspiel. So ein bisschen Klärungsbedarf. Papetschi mit seinen 21 Jahren sehr, sehr weit. Gehört ja schon seit Jahren hier zum Freeway Cup. Kader von den Schiedsrichtern. Jona Husek mit der nächsten Chance für den BVB. Mit dem Scherenschuss hier. Dann aber doch etwas zu hoch angesetzt. Und somit geht der Ball klar drüber. So, dann haben wir nochmal den Scherenschlag. Achtung. Und jetzt zack. Während wir den Treffer sehen. Und es war wieder der Kapitän. Eyüp Aydin. Für die Bayern. 3-2. Eine Minute vor dem Ende. So, hier sehen wir es. Wir passen natürlich hier nichts. Da der Abschluss ins lange Eck. Keine Chance für Daniel Dudek. Da wollte ich gerade sagen, ich habe so das Gefühl, dass hier noch etwas in der Luft liegt. Und zack, sind die Bayern zur Stelle. 3-2 Führung für die Münchner. Aber was ein Tor. Was ein Tor vom fünften Feldspieler da. Dortmund nimmt den Keeper raus, bringt den fünften Feldspieler und ist direkt erfolgreich. Sehen wir jetzt hier. Wunderbar gemacht. Schöner Treffer. So, jetzt wird's wild. Endphase 3-3. Richtig gute Partie für den letzten Vorrundenspieltag. Und beide wollen unbedingt gewinnen. Halle kommt jetzt auch schon ganz früh am Morgen. Also, steht nicht nur Bayern Dortmund drauf, ist auch noch Bayern Dortmund drin. Sekunden noch. Abschlussversuch wieder obere Etage. So, BVB nochmal mit dem fünften Feldspieler. Rechte Seite da komplett blank. Kriegen sie den Ball aber nicht hin. Das war's. Also, tolle Partie. Bayern München, Borussia Dortmund trennen sich 3-3. Wir sind gleich wieder.